Misled Alliance ist im Grunde genommen eine Karte mit einem interessanten Start und einem eher enttäuschenden zweiten Teil. Wir starten als Wikinger in der Mitte einer Insel und sollen alle vier feindlichen Spieler besiegen. Der blaue Spieler ist dabei die größte Bedrohung. Er befindet sich im Westen der Insel und hat Zugang zu recht üppigen Rohstoffvorkommen, anders als wir. Im Osten befindet sich der lilane Spieler, der aber eigentlich nicht handlungsfähig ist. An dessen Küste finden wir auch unsere Startvorgaben, ihr ahnt also vielleicht schon, worauf das hier hinausläuft. Grün und Gelb habe ich natürlich nicht vergessen. Die befinden sich nur auf einer anderen Insel und stellen damit keinerlei Gefahr für uns dar. Noch dazu sind beide miteinander verfeindet, sie werden sich also auch gegenseitig schwächen. Sie zu besiegen ist eher eine Formalität. Alle KIs verwenden die Standard-Attack-Delays, da die Karte selbst keine vorgibt. Bis wir Blau besiegt haben, werden wir nur einen einzigen Berg nutzen können. Mehr als zwei Eisenminen und eine Goldmine sind hier nicht drin. Aber für zwei Waffenschmieden sollte es genügen und die werdet ihr auch benötigen. Wenn ihr Ubo nutzt, empfehle ich auch den Bau einer Köhlerei. Es gibt außerdem einige Inseln, die für den Bau eines Turms geeignet wären, allerdings bräuchtet ihr dann immer noch einen Weg, um euch vor der Expansion des blauen Spielers zu schützen. Startet, indem ihr zwei mittlere Wohnhäuser in Auftrag gebt und mit euren Startsoldaten direkt Lila angreift. Er hat nur drei Türme, aber ihr braucht den Platz und das Material dort. Danach ist Blau unsere größte Sorge. Expandiert nördlich am Berg vorbei und blockiert am besten den Engpass zwischen der Küste und dem feindlichen Berg. Die KI setzt aber auch Pioniere ein, lasst also auch den südlichen Durchgang nicht völlig außer Acht. Die KI neigt auch dazu, Türme direkt an der Grenze zu bauen. Mit ein paar gut platzierten Türmen eurerseits könnt ihr also auch ihre Patrouillen dezimieren. Eine volle Nahrungsproduktion, wie ich sie gebaut habe, braucht ihr wahrscheinlich erstmal nicht, da wir so wenige Minen haben werden. Sobald Blau besiegt ist, könnt ihr nicht mehr verlieren. Grün und Gelb hatten sich in meinem Run gegenseitig handlungsunfähig gemacht, wodurch ich problemlos Soldaten auf die andere Insel bringen konnte. Für die Festungen des grünen Spielers empfehle ich aber einige Axtkämpfer. Wie gesagt, ab diesem Punkt ist der Rest eine reine Formalität. Wenn ihr mich fragt, hätte Blau eine wesentlich stärkere Grenzverteidigung haben müssen, an der ihr erstmal alleine nicht vorbeikommt. Dafür hätte es dann eine Landverbindung zwischen Blau und Grün gegeben, sodass die beiden Spieler von der anderen Insel Blau in den Rücken fallen können. Das hätte zum Kartennamen gepasst und die beiden Spieler auf der anderen Insel sinnvoll integriert. So spielt die Karte ihr Potenzial leider nicht aus.